Südtirol, das Land im alpinen Dreiländereck zwischen Italien, Schweiz und Österreich. Eine Postkartenidylle. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg finden hier eine Reihe von Kriegsverbrechern Unterschlupf. Man hilft und schweigt. Natürlich sind dann viele Kriegsverbrecher, haben sich retten können. Das stimmt. Wir haben nicht unbedingt das einander erzählt, weil man ja immer wusste, die Sache ist heikel, also soll nicht zu weitere Kreise ziehen. Einige der größten Nazi-Verbrecher finden hier Unterstützung bei ihrer Flucht. Alsbald wimmelte es von Soldaten, die eine Razzia durchzuführen hatten. Aber meine Wirtin, die zur Organisation gehörte, war auf Draht. Schnell, auf den Boden rauf, sagte sie. Flüchtende werden über alte Schmugglerpfade Richtung Süden gebracht. Für die Frauen der Schleuser eine Zeit der Angst. Ja, was meinst du, was ich für einen Angst gehabt habe, wenn ihr die Nacht weg ist mit der Schmuggler über die Grenze gegangen, weißt du nie, was passiert, gell? Ihr Mann war nicht der Einzige, der mit Fluchthilfe gute Geschäfte machte. Nur wenige Zeitzeugen sprechen heute offen über die Vergangenheit. Ein Einblick 70 Jahre zurück. Es geht auch darum zu sagen, dass die Zeitzeugen zwar nicht für alles verantwortlich waren, nicht alles sehen konnten, aber dass sie sich Rechenschaft über das ablegen sollten, was sie sehen konnten und was sie nicht sehen wollten. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, Josef Mengele, der Todesarzt von Auschwitz, Erich Priebke, der an Massenerschießungen beteiligte SS-Offizier. Drei der meistgesuchten Kriegsverbrecher werden über Südtirol nach Rom und Genua geschleust. Südtirol wird auch letzte Zuflucht für die Familie von Martin Bormann, engster Vertrauter von Adolf Hitler. Ein abgeschiedenes Tal wird zum Versteck für seine Frau und Kinder. Hier sagte man uns unsere neuen Namen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir alle aufpassen mussten, um uns nicht zu verraten. Marion Obwexer ist die Urenkelin von Martin Bormann. Also ich bin mir sicher, dass wenn manche Menschen wissen würden, dass ich die Urenkelin von Bormann bin, dass sie mich gewiss mit anderen Augen betrachten würden. Diese Vergangenheit, auch wenn ich sie jetzt nicht direkt beeinflusst habe, werde ich sicher mein Leben lang mit mir tragen. Martin Bormanns Familie entkommt durch ein perfekt organisiertes Netzwerk. NS-Sympathisanten, Priester, der Vatikan und das Rote Kreuz. Sie besorgen neue Papiere, Geld und Visa nach Übersee. Rattenlinie. Für Nazi-Kriegsverbrecher die letzte Chance zur Flucht. Einer von ihnen, der ehemalige Gestapo-Chef von Linz, Gerhard Bast. Er versteckt sich nach dem Krieg auf einem Bauernhof im Pustertal in Südtirol. Südtirol war im Gegensatz wahrscheinlich zu Österreich, auch sicherlich zu Deutschland, viel weniger streng bewacht. Und es war vermutlich leichter für einen illegalen, für einen gesuchten Kriegsverbrecher wie meinem Vater, in Südtirol unterzutauchen. Und er hat das eben bei einem Bauern in Olang Arbeit gefunden als Knecht, als Hilfsarbeiter. Also ich gehe mal davon aus, dass man nicht glaubte, dass er tatsächlich ein Knecht ist. Mir hat der Knecht gesagt, sie haben angenommen, dass er ein Offizier ist, also dass er von der Wehrmacht ist. Und ja, dass er aus diesem oder jenem Grund untertauchen muss. Südtirol gehörte bis zum Ende der Monarchie zu Österreich, danach zu Italien. Aber die Verbundenheit zum deutschsprachigen Raum blieb erhalten. Ich unterstelle mal, dass es eine gewisse Sympathie war für den Nationalsozialismus. Und auf der anderen Seite waren es vermutlich auch materielle Motive, dass vielleicht mein Vater auch etwas bezahlt hat, damit er überhaupt diese Arbeit bekommen hat. Also wenn man so will, ein Schweigegeld oder er hat sich dort eingekauft. Nach Kriegsende besetzen amerikanische Truppen Südtirol. Im Nachkriegschaos kreuzen sich hier viele Fluchtwege, auch die von Tätern und Opfern. Ende 1945 ziehen die Amerikaner aber schon wieder ab,
Südtirol wird besatzungsfreie Zone und damit ein kaum kontrollierbares Gebiet der Fluchthilfe für Nazi-Verbrecher. Insofern hat Südtirol diese alte Transitfunktion. Es ist eine Drehscheibe bis heute und das wurde natürlich auch bei Kriegsende besonders aktiviert. Bei Kriegsende war plötzlich dieses Land wie ein Kanal, der vor allem aus Deutschland, aus Österreich in südliche Richtung nach Italien und in die dortigen Häfen führte. Zunächst müssen die Flüchtlinge die Staatsgrenze passieren. Über die grüne Grenze am Brenner gelingt das leichter als anderswo. Über diesen Weg kommen auch Adolf Eichmann und Josef Mengele nach Südtirol. Eichmann, verantwortlich für millionenfachen Mord. Und Josef Mengele, er führte die medizinischen Experimente in Auschwitz durch. Nachdem Mengele bis 1949 unerkannt als Knecht in Bayern gearbeitet hatte, entschließt er sich, nach Argentinien zu fliehen. Schlepper schleusen ihn über den Brenner nach Südtirol. Für Fluchthilfen waren bis zu 1000 Schilling zu bezahlen. Umgerechnet sind das heute etwa 2000 Euro. Mengele wird noch zum staatenlosen Südtiroler werden. Denn Südtirol ist ein zentraler Punkt auf der Rattenlinie, wie die Fluchtroute der Nazis bald schon genannt wird. Vom Norden kommend flüchten die Täter über die Alpen, über den Reschen- und Brennerpass nach Südtirol. Viele von ihnen wollen hierbleiben und mit falscher Identität ein neues Leben beginnen. Anderen NS-Verbrechern ist der Boden in Europa zu heiß geworden. Südtirol ist für sie nur eine Zwischenstation. Ausgestattet mit neuen Ausweisen fliehen sie weiter Richtung Süden, nach Genua und Rom. Dann meist per Schiff nach Südamerika und über die Adria in den Nahen Osten. Hilfe auf dieser Flucht Richtung Süden erhält Josef Mengele auch von Kirchenmännern, ebenso wie 1950 Adolf Eichmann. Zunächst landen beide in der kleinen Südtiroler Stadt Sterzing. Hier hilft ein Pfarrer tatkräftig beim Entkommen. Obwohl Mengeles, aber vor allem auch Eichmanns Verbrechen 5 Jahre nach Kriegsende hinlänglich bekannt waren. Der Priester hatte seit Jahren allen möglichen Flüchtlingen geholfen. Einst waren es Juden, jetzt war es Eichmann. Voller Dankbarkeit nahm ich meinen Koffer von diesem ausgezeichneten, radfahrenden Priester wieder an. Hier ließ ich meine Tiroler Tracht zurück und zog mir nicht so auffällige Straßenkleidung an. Aber ich habe da immer diese Reserve, dass man überhaupt nicht beachtet, dass es Menschen in Not waren. Und wenn es der größte Halunke war, ja, ich bin nicht Richter. Die meisten NS-Mörder flüchteten unter falschem Namen, fälschten ihre Biografien und verschwiegen ihre Taten. Doch wussten die Helfer wirklich nicht, mit wem sie es zu tun hatten? Für mich die entscheidende Frage wäre jetzt die, haben diese Fluchthelfer gewusst, wem sie helfen? Hätten sie die Möglichkeit gehabt, sich zu informieren? Hätten sie wissen können? Oder haben sie einfach auch nicht wissen gewollt? Wenn sie gewusst haben, wem sie hier geholfen haben, dann ist es für mich aus heutiger Perspektive nicht nachvollziehbar, wie leicht sie einfach vergessen haben, dass sie hier wirklich Schwerstverbrechern geholfen haben. Das ist meines Erachtens dann wirklich nicht verantwortbar, dass man Menschen in Not geholfen hat, ja, aber zugleich gewusst hat, das sind Menschen, die eigentlich für das, was sie getan haben, auch Verantwortung übernehmen müssten. Dann spielen auch andere Motive eine Rolle, beispielsweise ein gewisses Nahverhältnis zum Nationalsozialismus oder aber vielleicht auch ein gewisser Antisemitismus oder dann ganz besonders eine Furcht vor dem Kommunismus. Ich glaube, das hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in all dem. Eine nächste Station auf der Fluchtroute ist das Franziskanerkloster in Bozen. Dort hilft Pater Pobitzer, ein bekennender Faschist. Gemeinsam mit ihm auch der ehemalige NS-Geheimagent Reinhard Kops. In Bozen stellte ich mich Pater Franz Pobitzer vor. Er machte mich mit verschiedenen Flüchtlingen bekannt.
Ich konnte einige Ratschläge erteilen, wie man zu einem Rotkreuzpass kommt. Bobitzer hatte sicher ein gewisses Nahverhältnis wieder zum Nationalsozialismus, zum Faschismus und so weiter. Und dass er da irgendwie aktiv geworden ist, ist gar kein Zweifel. Mitbrüder erzählen später, Pater Franz Pobitzer hätte sich öfters um Übernachtungsmöglichkeiten für deutsche Offiziere auf Bauernhöfen in der Umgebung bemüht. Ich werde dafür einen persönlichen Fall erzählen. Ich war in Sterzing Kooperator im Jahre 1959. Am Morgen steht vor dem Pfarrhaus ein junger Mann, also mit verschnittenen Händen, furchtbar hat er ausgesehen. Und erzählt, er sei aus dem Polizeilager geflohen. Was habe ich dann getan? Hat das Fahrrad genommen, habe ihn auf die Stange gesetzt. So, jetzt führe sie hinein, solange ich es treten kann, bis Wiesen. Und dann bitte das Pfitscherjoch müssen Sie selber machen. Da kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Ja, vielleicht habe ich da einen Nazi erwischt sogar, wer weiß. Aber ich wollte doch nicht an den Nazi helfen oder befördern, sondern einfach die Not. Klöster werden damals kaum von den Amerikanern oder der italienischen Polizei nach illegalen Flüchtlingen durchsucht. Mit einer Ausnahme. Im Dezember 1945 werden im Deutschordenkloster in Lana 15 flüchtige Soldaten aufgegriffen, weiters ein Waffenversteck gefunden, große Geldbeträge und geraubte Kunstgegenstände. Weniger ideologische Motive, sondern vielmehr Risikobereitschaft und schnelles Geld sind bei jungen, wagemutigen Burschen meist die Gründe, Fluchthilfe zu leisten. Auch Walter Schöpf führte viele Flüchtlinge über die Almen am Reschenpass. Wir sind nochmal mit zwei losgegangen, mit Pimpchen, bis zum Grenzkämpfen, bis ein Pup sind 20 oder so. Die sind auf dem Weg gewesen und versteckt im Wald da oben. Alle Herren Länder waren vertreten da natürlich. Viele Juden nach dem Zweiten Weltkrieg und dann vielleicht auch entsprechende Leute, die während des Krieges irgendwas auf dem Kerbholz gehabt haben, die was abzubissen gehabt hätten. Unter anderem wahrscheinlich auch SS-Leute. Und die haben natürlich auch einen anderen Weg ausgesucht, einen sichereren Weg, damit sie heiler nach Genua kommen, damit sie eingeschifft werden können. Unterwegs wird kaum geredet. Die Herkunft der Geführten ist den Schmugglern egal. Hauptsache, die Bezahlung stimmt. Wenn du auf den Blei kommen und sehen, sie möchten nie mehr gehen, dann fragst du nicht, wer du bist. Dann nimmst du erst. Ob der Franz oder Fritz hast, ist dir gleich gewesen. Sehr schön. Sie haben dir gezahlt, gell? Hauptsache, du hast etwas verdient, nachkriegst. Das Fluchtnetz ist weit verzweigt. Kontaktmänner gibt es in vielen Orten. Hohe NS-Funktionäre und SS-Soldaten wählen auch gerne den Reschenpass als Grenzübergang. Dort kehren sie zunächst in Wirtshäusern ein. Ich bemühte mich um ein verbindliches Lächeln. Mein Hochdeutsch verrät mich, dachte ich. Der Bauer kam mit einem zweiten Glas Rotwein auf mich zu. Über die Grenze, wohl? Keine Angst, Junge. Hier sind keine Walschen. Hier sind nur Deutsche. Prost! Auch Reinhard Kops flüchtet zunächst über den Reschenpass. Jahre später erinnert er sich. Die Leute dachten damals, wer in dieser Zeit von dort oben kommt, der ist ein Flüchtling und dem muss geholfen werden. Auf der anderen Straßenseite in Reschen, so sagte man mir, etwa in 100 Metern Entfernung, liegt die Karabinieri-Station. Da müssen sie schnell vorbeigehen. Ich merkte sofort, es braucht bei diesen Menschen hier keine weitere Erklärung. Hochrangige NS-Täter wie Mengele oder Eichmann waren vorsichtig. Sie wählten das hochalpine Gelände. Da haben wir einerseits das Gebiet Sattelalpen, das also um die 1600 Meter herum liegt, und andererseits das Gebiet Niederer Berg, das also eher hochalpin ist.
Und da hat man die Kaliber dann hinübergebracht, die ja natürlich wertvoller waren und mehr zahlen konnten wie Eichmann. Im Kessel ist es eigentlich so gewesen, dass dort das Hauptquartier die Übernachtungsmöglichkeiten bestanden haben. Im Gasthaus Sinaders beim Herrn Strickner wurden die Leute relativ sicher untergebracht. Wenn es dort nicht sicher genug war, waren die Nachbarbauernhöfe noch gut geeignet, die also fast absolute Sicherheit boten. Der Vorgänger von Hörtnagel war Jakob Strickner. Er kannte die Gegend und mögliche Fluchtwege wie seine Westentasche. Eine Persönlichkeit, die mehrere Gesichter hatte. Es gab das Gesicht des jungen Nazis, des SS-Mitgliedes. Und Strickner hat den Eindruck erweckt, als ob er genau Bescheid wüsste und selber beteiligt war. Auch Josef Mengele erreicht schließlich Sterzing jenseits des Brenners. Er nennt sich, wie auch schon in den letzten Jahren, Fritz Hollmann. Der damalige Sterzinger Pfarrer bringt Mengele in das Hotel Goldenes Kreuz. Der Enkel des Hotelbesitzers erinnert sich noch an Erzählungen über Mengele und dessen wahre Identität. Es war ganz ein normaler Mensch eigentlich. So mehr, ich weiß jetzt noch von Tante aus, er war höflich, er war zuvorkommend. Also von Ding her ist überhaupt nichts gewesen. Von Angst her kein Thema. Und da werden sicher auch gesagt haben, wer das ist. Aber man hat jetzt vielleicht nicht die ganzen Dinge gewusst, wie er gearbeitet hat, wie viele Leute praktisch durch ihn zu Tode gekommen sind. Das hat man sicher in der Form nicht gewusst. Pfarrer Corradini wird Erich Priebke noch durch eine späte Taufe zum Katholiken machen und seine Papiere fälschen. Mithilfe des Vatikans wird der SS-Mann zu einem neuen Reisepass auf den Namen Otto Pape kommen. Corradini verhilft damit jenem Mann zur Flucht, der für die Erschießung von 335 Zivilisten in der Nähe Roms verantwortlich war. In seinen Memoiren lobte Priebke später seine kirchlichen Fluchthelfer. Geholfen hat mir ein Bozner Franziskanerpater und der Vatikan in der Person des österreichischen Bischofs Alois Hudal. Rom, das nächste Ziel auf der weit verzweigten Fluchtroute. Hier befand sich die Zentrale der päpstlichen Hilfskommission für Flüchtlinge. Hier wurden Empfehlungsschreiben für Kriegsverbrecher verfasst und gefälschte Identitäten problemlos beglaubigt. Aufgrund dieser Empfehlungen stellte dann das Rote Kreuz neue Reisepässe aus. Damit war häufig die letzte Hürde zur Flucht nach Übersee genommen. Santa Maria dell'Anima. Priesterkolleg und der Sitz der deutschsprachigen katholischen Pfarrgemeinde in Rom. Sie wird zu einer Art Zentralstelle der Reinwaschung. Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg residiert hier Bischof Alois Hudal aus Graz, ein NS-Sympathisant. Er betrachtet die Kriegsverbrecher als politisch Verfolgte, die Fluchthilfe als Akt christlicher Nächstenliebe. Auch Hudal war nicht Richter. Ob er wusste, was sie verbrochen haben, eine andere Frage. Ich nehme an, dass es manchmal schon wusste. Außerdem, hilfsbedürftige Leute, wenn die der alliierten Justiz in die Hände kommen, sind sie erledigt. Also bitte, wenn man sich an mich wendet, ich will das nicht verurteilen, muss ich offen sagen. Hudal verfasst nicht nur Empfehlungsschreiben für Flüchtlinge, sondern beherbergt sie auch im Priesterkolleg. Und dass er vielen Nationalsozialisten geholfen hat, ist gar kein Zweifel. Aber man muss auch sagen, er hat auch anderen geholfen. Hat auch Italienern geholfen, Amerikanern, Neuseeländern. Und das war damals, glaube ich, auch zum Teil regelrecht dramatisch. Denn im Keller, da waren Italiener und Amerikaner und Neuseeländer. Und im ersten Geschoss, da waren dann die Nazis, die sich da die Klinke in die Hand gegeben haben.
das Haus ist sehr verwinkelt. Ja. Es ist natürlich dann passiert, dass manchmal auch hohe Offiziere hier hereingekommen sind. Manchmal wollte man offenbar auch ein bisschen nachschauen. Und dann ist man über die Dächer geflüchtet, über die verwinkelten Gänge. Und es gibt dann Treppen hinunter bis in die Kirche. Und unten in der Unterkirche gab es ganz hinten eine Mauer, in der eine Tür ist, die kann man heute noch sehen. Und dahinter hat man dann in den allerheikelsten Zeiten diese Flüchtlinge versteckt. Auch der Oberösterreicher Franz Stangl kommt in die Anima, einst Kommandant der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka. Mehr als 1 Million Menschen wurden dort unter seiner Aufsicht ermordet. Der Bischof kam in das Zimmer, in dem ich wartete, streckte mir beide Hände entgegen und sagte: Sie müssen Franz Stangl sein. Ich habe auf Sie gewartet. Möglicherweise kann Hudal Franz Stangl zunächst nicht als Kommandant der beiden Vernichtungslager identifizieren, die bereits 1943 dem Erdboden gleichgemacht wurden. Ein Briefwechsel zwischen den beiden belegt, dass Stangl von Hudal tatkräftig unterstützt wird. Franz Stangl bekommt von Hudal schließlich die nötigen Papiere. Als Paul Stangl flüchtet er vorerst nach Syrien und dann weiter nach Brasilien. Dort wird er 1967 verhaftet, nach Deutschland ausgeliefert und 1970 zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Jahr später stirbt er im Gefängnis. Erich Priebke, alias Otto Pape, will 1948 nach Argentinien flüchten, als staatenloser Volksdeutscher aus Lettland. Er braucht Pass und Visa, doch Priebke ist Protestant. Das Problem bestand darin, dass die Peronisten in Argentinien unter zwei Voraussetzungen Flüchtlinge aufgenommen haben. Die erste Voraussetzung war, sie mussten katholisch sein. Die zweite Voraussetzung, sie mussten Antikommunisten sein. Und was machen sie jetzt mit einem Protestanten aus Brandenburg? Sie mussten ihn erstens katholisch machen und zweitens mit einer antikommunistischen Vita versorgen. Und da hat Corradini zum Beispiel dafür gesorgt, dass aus Erich Priebke, dem Protestanten aus Berlin, ein Otto Pape aus dem Baltikum wird. Pfarrer Corradini verschafft ihm falsche Papiere. Gleichzeitig berichtet er in einem Brief an Hudal von der beabsichtigten Konversion Papes zum katholischen Glauben. Im Briefverkehr benutzt Corradini den Decknamen, aber taufen wird er dann die gesamte Familie unter dem richtigen Namen Priebke. Bewusste Hilfe für einen Flüchtenden? Katholisch-missionarischer Eifer? Da muss ich allerdings sozusagen meine frühere Behauptung etwas abschwächen. Nicht billigen kann ich jetzt Nachträge, wenn man die Not der Menschen für Proselytismus gebrauchte. Also, ich helfe dir, wenn du katholisch wirst. Nein, zuerst muss ich helfen, jedem. Und wenn er dann auch noch katholisch wird, bin ich froh. Aber nicht umgekehrt. Der deutsche Soldatenfriedhof in Meran. Die Urenkelin von Martin Bormann kommt häufig hierher. Also ich komme ungefähr einmal alle 3 Wochen auf den Friedhof. Hier ist meine Urgroßmutter Gerda Bormann begraben. Und ich komme natürlich regelmäßig herauf, um die Blumen auszutauschen, die Blumen zu gießen, eine Kerze anzuzünden. Gerda Bormann war NSDAP-Mitglied und überzeugte Antisemitin. Ihren Mann Martin unterstützte sie bedingungslos. Das Ehepaar war häufig am Obersalzberg zu Gast, gemeinsam mit ihren Kindern, bei ihrem Trauzeugen Adolf Hitler. Wie wir wissen, ist ja Martin Bormann nicht mit seiner Familie geflüchtet. Martin Bormann ist in Berlin geblieben, beim Führer. Er hat jedoch seine Frau und seine 8 Kinder nach Südtirol geschickt. Als sie dort ankommt, erkrankt Gerda Bormann schwer und kommt ins Lazarett nach Meran. Kurz vor ihrem Tod schreibt sie an das Kindermädchen in Gröden: Was hier an ordentlichen deutschen Menschen ist, hilft sich selbstverständlich untereinander. Ganz gleich, ob sie aus Ostpreußen, Böhmen, Wien oder vom Rhein sind.
Da fühlten sie sich sicher, etwa die Bonzen aus Berlin. Etwa, die waren hundertprozentig nazifreundlich, etwa, brauchen keine Angst zu haben, dass irgendjemand sie verratet oder so. Neben Hilfe von kirchlichen Würdenträgern nutzen Nazi-Flüchtlinge auch die Sympathien der Südtiroler für Deutschtum und Nationalsozialismus aus. Da ist alles für Deutsche Reich. Es ist ja da, wenn ein Radio der Hitler geredet hat, dann ist ja alles zusammengerannt. Und heute redet der Hitler, nicht? Und sind sie alle, weil viele Radios sind nicht gewesen, nicht? Sind alle in dein Haus hin und gleich zugelassen. Rückblick 1920. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Südtirol und das Trentino von Österreich abgetrennt und Italien zugesprochen. 1922 kommt der Faschist Benito Mussolini an die Macht. Dem Land soll nun eine italienische Identität aufgezwungen werden. Die deutschsprachige Bevölkerung wird diskriminiert. An die altösterreichische K&K-Vergangenheit soll nichts mehr erinnern. Deutschsprachige Beamte und Lehrer werden entlassen. An ihre Stelle treten Italiener. Deutsch wird als Amtssprache verboten, auch in den Schulen. Umso stärker die Hinwendung vieler Südtirolerinnen und Südtiroler zum Großdeutschen Reich, zu einem Deutschtum, das eben als Befreiung empfunden wurde. Natürlich kam dann 1938 der Anschluss Österreichs und der Wunsch eben in Südtirol auch zu diesem Großdeutschen Reich zu gehören, endlich raus aus dem italienischen Kerker zu kommen und an dieser deutschen Geschichte teilzuhaben. Anton Rinner rückt mit 17 Jahren freiwillig in die deutsche Wehrmacht ein. Unter dem Faschismus sind wir unter Druck gewesen. Nicht? Da haben wir alles Italienisch haben. Aber sobald wir uns ein bisschen Ding haben gekannt, dann haben wir ja für Deutschland gezogen. Nicht? Haben wir allem ins als Deutsche schon gefühlt. Nicht? Die Unterdrückungspolitik des italienischen Diktators lässt auf den anderen hoffen. Auf seiner Reise nach Rom wird Hitler im Mai 1938 am Brenner bejubelt. Doch für den kommenden Krieg ist ihm das Militärbündnis mit Italien wichtiger, als Südtirol heim ins Reich zu führen. Südtirol bleibt bei Italien. Diese Bedingung Mussolinis wird im Beistandspakt vertraglich festgeschrieben. Für die Südtiroler bedeutet das, entweder sie bleiben als Italiener in der Heimat und beugen sich Mussolinis Assimilierungspolitik, oder sie werden Reichsdeutsche. Das jedoch bedeutet Auswanderungspflicht. Die Südtiroler werden zu erpressten Opfern deutsch-italienischer Bündnispolitik. Das Dritte Reich lockt mit dem Versprechen, der Führer schenkt jeder Familie einen neuen Hof. Gehen oder bleiben? Was tun? Ein tiefer Riss geht durchs Land. Maria Weger war damals ein 14-jähriges Mädchen. Aber wenn ich nachdenke, wie viele Mütter schlaflose Nächte gehabt haben, wo sie mit den vielen Kindern. Da sind die Großfamilien noch hinkommen, wo sie sich hintern. Es ist alles ganz schlimm gewesen. Richard Amort wechselt damals vom faschistischen Jugendverband Balilla in die Hitlerjugend und dann in die Wehrmacht. Er hört die Propagandareden von Josef Goebbels für die Umsiedlung. Der Dr. Goebbels war ein Spezialist in den Propagandareden, die er gehalten hat. Er war ein Meister in seinem Beruf. Ein Lügner, non plus ultra. Und somit sind die Leute hineingefallen, wie er es gern gehabt hat. In jedem Ort gab es einen Ortsgruppenleiter, der sich für die ganze Sache, für die politische Sache interessiert hat. Der die Leute entsprechend zum Deutschtum oder zum Nationalsozialismus geführt oder besonders hingeführt hat und somit seinen Auftrag in Erfüllung brachte. Fanatisch propagiert der Südtiroler Nazi und Volksgruppenführer Peter Hofer die Auswanderung ins Deutsche Reich. Da sind wir doch Kinder viel fanatisch geworden. Wir waren Knäle drüber in Brenner gegangen. Beinahe 90% der Südtiroler optierten für die Auswanderung nach Deutschland. Auch der Brixner Bischof Johannes Geisler. Ja, der Bischof Geisler ist da einfach Nazi gewesen.
Und durch ihn sind auch ganz viele Deutschweiler gewesen. Und schon der Bischof. So ist es mir, dann muss es, das muss etwas Gutes sein. Nicht? Dann macht man es auch so. Nicht? Die Geistlichen wussten, also Hitler ist nicht kirchenfreundlich. Aber das hat man sozusagen in Kauf genommen. In Kauf genommen, weil das Hauptanliegen oder das Anliegen, das man wechseln konnte, das wäre, oder hat sich herausgestellt, wäre die Option gewesen, das heißt die Auswanderung. Sommer 1943. Amerikanische Truppen landen auf Sizilien, Mussolini wird gestürzt und verhaftet. Hitler lässt im Herbst 1943 die Wehrmacht in Italien einmarschieren. Große Teile der Südtiroler jubeln, sehen nun die deutsche Identität des Landes wiederhergestellt. Die NS-Gleichschaltung wird geduldet. Etwa 75.000 Südtiroler waren bis 1943 ins Dritte Reich ausgewandert. Nach der Besetzung stagnieren die Übersiedlungen. Jene, die sich zwar dafür entschieden hatten, aber bis Kriegsende nicht ausgewandert waren, stehen nun vor großen Problemen. Diese Menschen waren dann nach 1945 rechtlich gesehen eigentlich Staatenlose. Das heißt, sie hatten die italienische Staatsbürgerschaft prinzipiell verloren, hatten die deutsche nicht so richtig erlangt und galten deswegen als Apolide, als Staatenlose. Diesen Umstand nutzen flüchtende Kriegsverbrecher. Sie wohnen nach ihrer Flucht kurzfristig in Südtirol und geben sich als Staatenlose aus. Für die Flüchtenden war das die Möglichkeit, sich hier kurzzeitig ansässig zu machen und aus dieser Ansässigkeit heraus hier einen Personalausweis zu kriegen. Das war aufgrund der Sympathien möglich und damit die Flucht weiter anzutreten. Die Beschaffung von Dokumenten ist für diese Leute kein Problem. Bei Kriegsende wurden Identitätskarten von den NS-Bürgermeistern in großer Zahl und gern vergeben. 1948 gibt es im Südtiroler Dorf Tramin zwar keinen Nazi-Bürgermeister mehr, doch nach wie vor Sympathien für die NS-Zeit. Daher werden auch problemlos neue Ausweise für zwei angeblich in Bozen geborene und in Tramin wohnende Flüchtende ausgestellt. Adolf Eichmann wird zu Ricardo Clement und Josef Mengele zu Helmut Gregor. Auf der Gemeinde haben wir einen Sekretär gehabt, der ist durch und durch Nazi gewesen. Der ist noch von der Gemeinde weg und ist in Pension gewesen. Nicht? Und der hat die Möglichkeit gehabt, Identitätskarten von oben zu holen. Und das sind schon, weil der Bürgermeister hat vielleicht eine Zähne unterschrieben, also die muss da alle mal aufgehen. Und der hat der gehabt und der hat sich natürlich in der ausgestellt. In den Gemeindeakten finden sich allerdings keine Unterlagen über diese Amtshandlung. Mit der gefälschten Identitätskarte geht's weiter nach Rom oder Genua, um dort einen Reisepass zu erhalten. Mit Unterstützung der Kirche. In Rom gibt es neben Bischof Alois Hudal einen zweiten wichtigen Fluchthelfer. Wer da am meisten Bescheid wusste, war und aktiv tätig war, das war sicher Alois Hudal und Draganovic. Die zwei waren Hauptakteure, wenn man so will. Monsignore Krunoslav Draganovic, der Leiter des kroatischen Hilfskomitees. Als Franziskanerpater und ehemaliger Oberst des faschistischen kroatischen Ustascha-Regimes war er mitverantwortlich für die Deportation von Juden und Serben. Nach Kriegsende verhilft er zahlreichen NS-Verbrechern zur Flucht. Viele Fäden laufen bei ihm zusammen. So wie ich die Sache sehe, glaube ich, war Draganovic für diese Rattenlinie noch wichtiger als Hudal. Und da hat er natürlich viel mehr Möglichkeiten noch, diesen Leuten zu helfen. Auch Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, verhilft Draganovic zur Flucht. Barbie nennt sich Klaus Altmann und gibt sich als rumänischer Volksdeutscher aus. Persönlich unterzeichnet Pater Draganovic Barbies Antrag für einen Reisepass. Barbie flüchtet nach Bolivien, lebt dort Jahrzehnte unbehelligt und betätigt sich als Waffenhändler. Erst 1983 wird er nach Frankreich ausgeliefert und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Gerhard Bohne, mitverantwortlich für das Euthanasieprogramm der Nazis. Auch er auf der Flucht. Draganovic erwartet ihn bereits in Rom. Mit neuer Identität ausgestattet, reist SS-Mann Bohne nach Argentinien. 1964 wird er verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Dort jedoch aus gesundheitlichen Gründen für verhandlungsunfähig erklärt. Auch seinen Landsmann, den kroatischen Ustascher Chef Ante Pavelic, bewahrt Draganovic vor der Strafe. Hitler-Kollaborateur Pavelic war hauptverantwortlich für Massenmorde und Massendeportationen in Kroatien. 1946, ein Haus in der Via Giacomo Veneziano in Rom, damals wie heute noch im Besitz des Vatikans. Hier versteckt sich Pavelic. Über Monate wird er von amerikanischen Geheimagenten beobachtet. Zunächst geht es durch einen langen und dunklen Flur. Am Ende befinden sich zwei Treppen. Sie müssen die rechte nehmen. Wenn Sie dreimal an Tür Nummer 3 klopfen, wird sich Tür Nummer 2 öffnen. Sie führt in das Zimmer, in dem Pavelic lebt. Der amerikanische Geheimdienst, nicht selten ebenfalls an Fluchthilfen beteiligt, lässt Pavelic nach Argentinien entkommen. Dort wird er zum Sicherheitsberater des argentinischen Präsidenten Perón. Viele NS-Verbrecher werden ab 1947 mit Beginn des Kalten Krieges zu antikommunistischen Verbündeten und von den Amerikanern rekrutiert. Was man in diesem Zusammenhang sagen kann, ist, dass mit dem Beginn des Kalten Krieges die Amerikaner den Kontakt gesucht haben zu ehemaligen Gestapo-Leuten oder Leuten im Polizeidienst. Und hier gibt es dann Fortführung von ehemaligen Nationalsozialisten, zum Beispiel in dem BND für Deutschland oder in anderen Geheimdiensten. Und die Experten für Polizeiausbildung werden dann zum Beispiel tätig, auch in Syrien. Es gibt ehemalige Nationalsozialisten, die verantwortlich sind für den Aufbau des Geheimdienstes in Beirut. Auch Vatikan und Klerus sahen im Kommunismus schon immer eine große Gefahr, die es zu bekämpfen gilt. 1.12. war wohl überzeugt, dass der Kommunismus die größere Gefahr ist als der Nationalsozialismus. Deshalb gilt es, den Kommunismus zu bekämpfen, wo es nur möglich ist. Hudals strikter Antikommunismus ist ein zentrales Fluchthilfemotiv. 1948 bittet er den argentinischen Präsidenten Perón schriftlich um 5000 Visa für österreichische und deutsche Soldaten, teils aus der Waffen-SS. Es handle sich nicht um Flüchtlinge, so Hudal, sondern um antikommunistische Kämpfer, die während des Krieges Europa vor sowjetischer Herrschaft bewahren wollten. Ich habe gegen 1000 unterschrieben. Aber weitherzig nicht wenige Reichsdeutsche mit einbezogen, um sie in diesen schwierigen Monaten vor KZ und Gefängnis zu bewahren. Bischof Hudal hat sich meines Wissens des Öfteren damit gerechtfertigt, dass er eben von einem karitativen Akt gesprochen hat, dass er eben von einem Akt der Nächstenliebe gesprochen hat, dass er Menschen bewahren wollte vor dem Gefängnis, vor der Strafe. Ich muss gestehen, dass ich dieses Argument hier überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er hat so argumentiert, diese Menschen waren selbst irgendwie Opfer von einem System geworden, manipuliert und hätten letztlich nur Befehlen gehorcht, also irgendwie sich gar nicht selbst schuldig gemacht. Und Hannah Arendt hat ja nach dem Prozess gegen Eichmann in einem Interview dieses sehr gewichtige Wort gesagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Aber meines Erachtens wäre Nächstenliebe dann hier gewesen, diese Menschen dazu zu bewegen, Verantwortung für das zu übernehmen, was sie getan haben und auch die Konsequenzen dann dafür zu tragen, in diesem Falle dann eben auch Strafe und Gefängnis auf sich zu nehmen und das Wenige, was ihnen möglich gewesen wäre, an Wiedergutmachung eben auch zu leisten. Ich glaube, sich auf die Nächstenliebe zu berufen und gleichzeitig eben auch die Opfer zu vergessen, das ist ein Widerspruch. Die Stadt Genua in den Nachkriegswirren, eine der wichtigen Stationen für die Flucht nach Übersee. Hier hilft der Franziskanerpater Eduard Dömöter. Für Adolf Eichmann, der nach Argentinien will, unterschreibt er den Antrag für den Reisepass. Empfehlungsschreiben inklusive. Während viele direkt von Südtirol aus den Weg nach Genua und Rom wählen, machen andere diverse Umwege. So etwa SS-Mitglied Friedrich Schwendt. Er war gut bezahlter Chef jener Gruppe, die während des Krieges große Mengen englischer Pfundnoten fälschte. Eine Geheimaktion, durchgeführt auf Schloss Rametz und Schloss Labers in Meran.
1945 will er sein Vermögen, darunter auch Gold, auf Schweizer Konten in Sicherheit bringen. Teile davon versteckt er auch im Hotel Paradiso im Martelltal im Südtiroler Finchgau, nahe der Schweizer Grenze. Nachdem Schwendt jedoch vom amerikanischen Geheimdienst CIC über Monate überwacht und auch kontaktiert wurde, wechselt er die Fronten und verrät den Amerikanern seine Verstecke. Mit Hilfe des CIC kann er sich nach Peru absetzen, wo er unbehelligt lebt und 1980 stirbt. Die Nähe Südtirols zur Schweiz spielte für viele Nazi-Flüchtlinge eine große Rolle. Dort hatten viele ihre Konten oder wollten für immer dort bleiben. Der Schwiegervater hat Leute darüber geholfen. Flüchtlinge, französische Frauen, die haben da im Dorf gewohnt. Es sind eigentlich viele fremde Leute umgeschwemmt, kommen nach dem Krieg wie Treibgut, es ist mir vier gekommen. Und alle hatten über der Grenze gewählt und sind nicht reingekommen. Und da haben sie sich dann getroffen und dann hat er die Leute in den richtigen Weg geführt und nachher weitergewiesen. Es kann auch möglich sein, dass ihn in der Schweiz schon jemand erwartet hat. Und viel später, wenn ich ihn gefragt habe, hat er schon gesagt, er hat Goldstückchen gekriegt von den Leuten, für sie lieber helfen. Auch SS-Sturmbannführer Gerhard Bast war auf der Flucht. Er wollte von Südtirol zurück nach Innsbruck, um seine Frau und seinen Sohn Martin abzuholen. Auf dem Weg dorthin wird er von seinem Fluchthelfer erschossen. Dieser raubt ihm vermutlich das mitgeführte Geld. Sohn Martin sucht Jahrzehnte später den Tatort auf, einen Bunker am Brenner. Das war für mich dann schon irgendwo ein bisschen gespenstisch, weil ich ja dann in der Gegend gesucht habe, auch diesen Weg gesucht habe, auf dem die vermutlich gegangen sind und den ich auch gefunden habe, nehme ich einmal an, nicht ca. 20, 30 Meter oberhalb des Bunkers, so ein verwachsener Weg. Also diese ganze Situation konnte ich mir dann schon sehr, sehr gut vorstellen, wie sie da in der Nacht sicherlich gegangen sind. Es war schon ein bewegendes Gefühl. Marion begibt sich auf die Spuren ihres Urgroßvaters Martin Bormann. In dieses Haus in Gröden flüchtete Bormanns Frau mit ihren 8 Kindern. Es war vorher schon von SS-Leuten besetzt worden. Hier im Garten sollen nach dem Krieg noch monatelang NS-Akten verbrannt worden sein. Martin Bormann hatte zu diesem Zeitpunkt bereits in Berlin Selbstmord begangen. Es war in unserer Familie ist es eigentlich nie zur Sprache gekommen. Weil es war nicht so, dass meine Großmutter gesagt hätte, ihr dürft nicht fragen. Aber wir wussten alle, dass man nicht fragen sollte, ohne jetzt ein Verbot bekommen zu haben. Also ich spüre auch so etwas wie, wenn man so will, überhaupt keine Schuld, aber schon so etwas wie eine Verantwortung. Wenn man in so eine Familie geboren wird, und mein Vater war ja nicht der einzige Nationalsozialist in der Familie, sondern es waren faktisch alle Nationalsozialisten. Nicht? Mein Großvater, meine Großmutter, mein Onkel, mein Vater, alle. Die haben auch nie bis zum Schluss nie irgendetwas zurückgenommen, haben nie etwas als falsch empfunden, haben sich nicht geändert. Ja? Und ich habe diese Geschichte auch nicht abgeschlossen. Das Gros der Leitung der Kirche war sicher gegen den Nationalsozialismus. Aber es gab dann Einzelne, die doch glaubten, auch hier eben eine Brückenfunktion darzustellen, an eine Symbiose glaubten zwischen Christentum und Nationalsozialismus. Heute, meiner Meinung nach, wird langsam angefangen, darüber ein bisschen zu diskutieren. Und es trauen sich wieder die Leute ein bisschen mehr, dieses Argument anzuschneiden. Man hat sich nicht getraut, über dieses Problem zu sprechen. Unsere Eltern sowieso nicht. Die haben gar nichts erzählt. Und das wird wohl allgemein in der Südtiroler Bevölkerung mehr oder weniger das Gleiche gewesen sein. Letztendlich gelang Eichmann, Mengele und Priebke die Flucht über Genua nach Argentinien. In der deutschen Gemeinde von Bariloche genießt Priebke bei ebenfalls geflüchteten Nazis bald hohes Ansehen. Er legt den Tarnnamen Pape ab und wird als Erich Priebke Ehrenbürger von Bariloche. Erst 1995 wird Priebke an Italien ausgeliefert und zu lebenslanger Haft verurteilt. Aus Altersgründen wird sie in lebenslangen Hausarrest umgewandelt. Priebke stirbt 2013. Mengele ertrinkt 1979 bei einem Badeunfall in Argentinien. Er lebte dort Zeit seines Lebens unbehelligt.
Auch Eichmann fing in Argentinien ein neues Leben an. Vom israelischen Geheimdienst nach Israel entführt, wird er 1962 in Jerusalem vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Im Gegensatz zu ihm sind die meisten ungestraft davongekommen. Thank you.